was ein wunderschöner Tag in Simukri City. Ich würde sagen, wir setzen uns erstmal hin und schauen uns gemeinsam die Nachrichten für heute an. Was gibt es Neues in Simukri City? Seht ihr das? Ich bin gerade im Villagerdorf nebenan. Und wie es scheint, ist hier ein riesiger Tsunami, welcher das ganze Villagerdorf überflutet. Die ganzen Dorfbewohner sind in Angst und Bange. Was tun wir denn jetzt nur? Ah, Hilfe, Hilfe! Leute, warte mal. Guck mal hin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Das ganze Villagerdorf wird überflutet. Okay, Freunde. 20 Minuten wird der Tsunami. Damit hätte ich nicht gerechnet. Yo! Yo! Leute, schnell, 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 schnell! Ich muss meine Familie retten, ich muss meine Familie retten! Billy, Billy, Simlucky, Luke, Nelly, Lea! Wo sind die alle? Orksi, bist du zu Hause? Habt ihr die Nachricht nicht gelesen? Ein riesiger Tsunami kommt auf Simukri City! Wir werden alle sterben! Keine Sorge, Billy Man wird dich retten und Billy Man hat eine gute Idee. Warte mal, was machst du denn hier im Iron Man Anzug, Billy? Billy, ich muss dir was erzählen. Hör zu, hör zu, hör zu. Hast du schon mitbekommen? Ein Villagerdorf ganz in der Nähe von Simukri City wurde einfach überflutet. Das heißt, wir sind auch gleich dran. Ein riesiger Tsunami, der ist größer als der Berg dort vorne. Oh ja, das habe ich mitbekommen. Nur zieh mal die Maske vom Kopf, Alter. Ich hab's live gesehen. Und weißt du was? Ich habe einen Vorschlag. Und zwar bauen wir das sicherste Glashaus, was es jemals gab. Für unsere Familie, damit wir die retten. Okay, Leute, heute müssen wir ein richtig sicheres Glas bauen vor einem Tsunami, damit es niemals kaputt geht und unsere Familie sicher ist. Kommt schon, Leute. Wir bauen eine richtig sichere Glaskuppel. Let's go, Bi, lass unsere Familie retten. Freunde, lasst einen Like da und ein Abo, damit wir die Materialien bekommen und in den Kreativmodus kommen für 20 Minuten und das, die Glaskuppel ganz, ganz schnell fertig bauen. In 3, 2, 1 und 0. Schnell liken, abonnieren, Freunde. Schnell, 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 schnell. Let's go. Wow, wir wurden teleportiert und Billy fällt schon an, Leute. Billy ist heute richtig krass unterwegs. Er ist einfach Billy-Man. Junge, Junge, Junge. Und er wird seine Familie beschützen, aber ich werde euch auch beschützen, Familie, okay? Papa, bitte beschütze uns. Beschütze uns, Uchi, sonst werden wir dich verlassen. Wenn ich es nicht schaffe, euch zu beschützen, dann werden wir eh alle nicht mehr hier auf der Welt sein in Simukri City. Okay, Leute, wir müssen uns anstrengen. Ihr habt mir die Power gegeben und jetzt kann ich hier Slash Space eingeben und damit werde ich eine riesige Glaskuppel spawnen, wo wir ein riesiges Familienhaus reinbauen werden. Let's go! Wir bauen einen richtig krassen Boom, Leute. Hat es funktioniert? No way. Wir haben eine riesige Glaskuppel, die auf jeden Fall sehr, sehr sicher ist und bestimmt den Tsunami aufhalten wird, oder nicht? Oder warte mal, Glas ist doch überhaupt nicht sicher. Was habe ich mir dabei gedacht? Wir müssen das Ganze hier krasser und sicherer machen mit Barriereblöcke, Leute. Deswegen lasst uns ins Inventar richtig coole Barriereblöcke geben. Die können wir uns ercheaten, Leute, mit diesem Command. Boom. Und schaut euch das jetzt mal an. Jetzt haben wir hier vorne diese roten Barriereblöcke und die sind unzerstörbar und sogar ist unsichtbar im Survival-Modus. Ich glaube, der Tsunami wird die niemals kaputt machen. Mal schauen, was Billy für eine Glaskuppel baut und ob die sicher ist und seine Familie beschützen wird. Was sagt... Hä? Was ist das denn? Warum ist deine Glaskuppel da unten aus Erde? Das ist ja überhaupt nicht sicher. Warum ist die so klein? Billy, warum ist deine Glaskuppel so flach? Hä, hey, das ist total sicher. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh Mann, und warum ist alles wieder aus Pupsi gebaut hier vorne? Ey, warte mal, was meint seine Familie dazu? Hey, Stevine, sicher, dass das alles hier sicher ist und dass ihr das überleben werdet, den riesigen Tsunami, der in... Warte mal, nur noch 15 Minuten, dann kommt der Tsunami zu uns. Hey, lass meine Familie in Ruhe. Oh nein, wie ist 5 Minuten schon vergangen? Leute, oh nein, oh nein, oh nein. Ich liebe Billy. Billy baut das richtig gut. Okay, wie du meinst. Aber was meinst du, kleiner Billy? Pups. Pupsi war sein Name, oder nicht? Ja, Pupsi ist mein Name. Okay, und was denkst du? Ist die Kuppel hier von Billy sicher genug? Ja, sie ist viel sicherer als deine. Und meine wird sicher viel besser. Okay. Also, ich glaube nicht, dass eure Familie das überleben wird. Meine Kuppel wird natürlich besser. Leute, ich würde sagen, lasst uns schnell weiterbauen. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen von Billys Familie. Okay, du hast gefühlt nicht mal angefangen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und dann kommt der Tsunami. Ich sehe ihn schon mit dem Fernrohr. Warte mal, wie, du siehst ihn schon mit dem Fernrohr? Warte, warte, nein, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, Leute. Wir müssen uns beeilen. Uchi, du weißt, was passiert, wenn du uns schadest und Uchi Junior, der kleine Uchi-Baby, wegen dir drauf geht. Oh nein, das darf ich nicht zulassen, Leute. Okay, ich muss weiterbauen. Hier vorne kommt überall eine dicke Barriere hin, damit die Glaskuppel richtig sicher ist. Schnell, Freunde. Schnell, 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 schnell. Ey, denkt ihr, meine Glaskuppel kann das gegen einen Tsunami aushalten? Ich bin mir nicht sicher, aber Barriereblöcke sind eigentlich richtige Hackerblöcke. Die müssen das eigentlich hinkriegen. Ich hoffe es natürlich, weil ich will nicht, dass meine Familie am Schluss drauf geht. Das darf ich nicht zulassen.
Oh Mann, Leute. Egal, wir werden es so sicher bauen. Vertraut mir. Ich werde dann auch gleich richtig viele Fallen reinbauen für Billys Familie, damit die hier nicht reinkommen. Und ich werde das Ganze noch von innen aufbessern. Ich brauche auch von innen noch ein Haus. Und innen müssen wir auch noch ein Haus platzieren, was reinpasst. Und das muss für unsere ganze Familie sein, sodass sie glücklich sind, Leute. Ey, das wird echt nicht so einfach. Und die ganzen Barrieren hier zu platzieren ist auch nicht so einfach. Warum hilft mir denn dir nicht? Dir willst du mir helfen? Nein, ich muss unseren kleinen Sohn trösten. Er hat richtig Angst. Okay, das kann ich verstehen, Leute. Ich hätte auch richtig Angst, als ich klein war, dass ein riesiger Tsunami kommt. Ich habe sogar jetzt noch Angst, Leute. Was mache ich bloß? Ah, ich habe keine Chance. Doch, ich habe eine Chance. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen, Leute. Wenn Billy es schafft, dann schaffe ich es auch. Er ist Billy-Man und ich bin Ukri-Superman. Oh yeah, Leute. Ich bin Ukri-Man, Leute. Ich werde es schaffen. Let's go. Hier kommen überall Barrieren hin. Leute, das dauert zu lange. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst alle nochmal ein Like da lassen, falls ihr es nicht getan habt. Oder schreibt jetzt in die Kommentare. Hashtag sicher, falls ihr das gerade hört. Und falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann alle Hashtag sicher in die Kommentare. Und dann werden wir unsere Glaskuppel richtig sicher machen. Und dann muss hier nicht die ganzen Barrieren platzieren, weil das dauert viel zu lange. Und dann werde ich meine Familie noch nicht beschützen. Also Leute, bitte, bitte, bitte. Kommt hier alle Hashtag sicher. Dann machen wir es super sicher. Innerhalb von einer Sekunde, Freunde. Kommt schon. 3, 2, 1 und let's go. Hashtag sicher in die Kommentare. Boom, Leute. Gönnt euch das mal. Warte mal, jetzt sehe ich, was sich verändert hat. Junge, jetzt ist unsere Glaskuppel richtig sicher. Die von Billy, schaut mal, wie easy die kaputt geht. Warte mal, ich zeige euch das. Guck mal hier. Hey, wir nehmen uns ein kleines Dynamit und boom. Einfach direkt kaputt gegangen. Und Leute, jetzt schaut euch das mal an. Was passiert, wenn man hier Wasser reinmacht? Ganz genau, das fließt alles über. Hey, Ukri, hör auf, meine Vase ist kaputt zu machen. Ey, ganz ruhig, Billy. Wir wollen gar nicht böse, Mann. Das kriegst du zurück. Oh ja, Billy, nix krieg ich zurück, Alter. Hier, weißt du, warum nix? Weil schau mal, was passiert, wenn ich das Dynamit auf meine... Ich kann es gerne... Guck mal, ich mach's sogar für dich. Ich werf sogar ganz viel auf meine Glaskuppe. Schau mal, Billy, schau ganz genau. Und... Ja, das geschieht dir recht. Ja, werf mal Dynamit auf deine Glaskuppel, dann geht sie richtig kaputt. Ja, wollen wir mal sehen, ne? Leute, dann lasst uns das mal machen. Und 3, 2, 1, boom! Meine Glaskuppel ist unzerstörbar, schau dir das an. Wuhu, let's go! Ich kann so viel Dynamit werfen, wie du willst. Es wird nichts klappen, Leute, weil meine Glaskuppel ist unzerstörbar. Und das ist sowas von OP. Ich würde sagen, Billy, meine Glaskuppel... Auch mit dem Dynamit? Na klar, was darfst du tun? Und ey, Leute, das ist nicht das Einzige, was ich hier machen werde. Ich werde meine Glaskuppel noch sicherer machen, bevor ich das Haus da reinbaue. Nämlich werde ich hier vorne überall noch Schwämme platzieren, okay? Und wisst ihr warum? Falls der Tsunami kommt, dann wird das ganze Wasser hier aufgesaugt, ne? Von dem Schwamm. Und dann kann mir keiner was, ne? Nicht mal der Tsunami kann mir was. Weil die ganzen Schwämme, die werden das Wasser hier oben dann aufsaugen. Und dann kommt das Wasser nicht rein in die Kuppel. Das Wasser kommt eh nicht rein, aber das ist nochmal so eine extra Sicherung. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Schaut mal, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel hier vorne Wasser hinkommt, ja? Und boom. Zack, direkt verschwindet es. Und hier, bam, Wasser. Hier, guck, Leute, bam, verschwunden. Und zack, hier vorne Wasser. Bam, direkt verschwunden. Wisst ihr, es ist sowas von cool. Die Schwämme sind richtig OP. Und die werden auf jeden Fall den Tsunami aufhalten. Da bin ich mir sicher. Billy hat bestimmt nicht so eine gute Idee. Der wird seine Familie niemals beschützen. Ey, Freunde, und Billys Familie tut mir auch ein bisschen leid. Wenn die es nicht schaffen werden, dann werde ich sie auf jeden Fall in meine Kuppel lassen. Okay, Leute? Weil ich will auch nicht so fies sein. Ich werde Billys Familie retten, falls sie es nicht schaffen. Aber ich hoffe natürlich, dass Billy eigentlich auch eine sichere Kuppel baut. Aber meine wird natürlich viel, viel besser. Die wird bunkersicher. Mal schauen. Junge, Billy, was macht denn? Der hat einfach nur zwei Betten drin, mehr nicht. Okay, ich muss das irgendwie sicherer machen. Ukri hat voll die gute Ideen. Ja, Leute, ne? Jetzt ist er neidisch, Freunde. Okay, ich würde sagen, lass uns in unsere Glaskuppel jetzt reingehen. Wir müssen von unten eigentlich auch sichere Blöcke platzieren. Wie wär's, wenn wir unten alles voller Bedrock, Mann? Obwohl, nee, Glas ist schön. Und das Wasser kann eh nicht hier unter die Erde, weil Erde nimmt ja Wasser eigentlich auch sozusagen auf. Also ich glaube, das ist schon sicher genug. Leute, ich würde sagen, wir bauen jetzt ein riesiges Haus hier drin in unserer Kuppel für unsere Familie. Lasst allen nochmal ein Like da, falls ich getan habe. Aber wisst ihr was, Leute? Ihr braucht kein Like dazu lassen. Wir haben eh schon genug. Ihr seid die Besten, Mann! Let's go! Aktiviert die Glocke! Bam, Leute! Es hat wirklich funktioniert. Ey, wirklich, ihr seid die Besten. Schaut euch das mal an, was wir jetzt hier drin haben. Ein riesiges Haus, einfach so eine Villa, mitten in unserer Glaskuppel, in unserem Bunker. Und Freunde, wie cool ist das denn bitte sehr? Abgegrenzt von der Außenwelt, von der Zivilisation. Aber Leute, wir müssen hier rein, weil sonst überleben wir den Tsunami nicht mit unserer Familie. Und deswegen bauen wir hier vorne eigentlich auch eine Tür. Und wisst ihr, wie wir die Tür reinmachen? So, Leute, zack, 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 zack. Wir brauchen eine Bunkertür, okay? Wir machen das so ähnlich wie bei... Kennt ihr SpongeBobs? Kennt ihr alle SpongeBob Schwammkopf, oder? Ihr kennt bestimmt alle SpongeBob Schwammkopf. Kennt ihr aber auch Sandys Haus aus SpongeBob Schwammkopf? Das vom Eichhörnchen? Die hat einfach so eine Glaskuppel auch im Wasser drin. Die ist wahrscheinlich auch richtig sicher. Und wenn ich die theoretisch nachbaue, müsste meine Glaskuppel auch sicher sein vor
Wasser oder nicht, weil sie ist ja ein Eichhörnchen, sie kann eigentlich unter Wasser gar nicht atmen. Deswegen hat sie so eine Glaskuppel, wo sie lebt. Und wir bauen die jetzt einfach nach. Und wisst ihr, wie wir das, was wir dafür machen müssen? Wenn ganz Demokratie City unter Wasser steht, dann brauchen wir hier vorne zwei Türen. Okay, Leute? Das heißt, wir nehmen uns hier vorne eine Tür, welche auch super sicher ist. Und Leute, eine Sache dürfen wir nicht vergessen. In diese Tür kann nur Familie Ukri. Schaut euch das an. Das ist eine Scannertür, Leute. Eine gesicherte Scannertür. Und Billy, komm mal her. Schau mal, wie sicher mein Haus ist, ne? Du kommst hier niemals rein. Komm her, Junge. Denkst du nicht wirklich, dass du als Billy Man überall reinkommst? In mein Haus kommst du, wetten wir nicht rein. Okay, komm, versuch da reinzukommen. Doch, ich komm safe rein. Da vorne ist die Tür. Versuch mal, durch den Eingang zu gehen. Ey, Billy, da vorne ist die Tür. Warte mal, ich break ihn jetzt schnell. Zack, zack, zack. Was machst du, Billy? Hä? Aha, geprankt. Junge, was für geprankt. Alter, das Wasser geht direkt weg, Junge. Haha, hab's genommen. Schau dir's an, Alter. Alter, das schwimmt weiter. Oh nee, das verschwindet wieder, Billy. Ganz ehrlich, Junge, dachtest du, du kannst mich pranken? Versuch mal jetzt hier reinzugehen bei der Tür, okay? Okay, ich bin doch Kreativmodus. Ich kann einfach abbauen. Nein, kannst du nicht, aber versuch mal in die Tür reinzukommen. Die Tür öffnet sich nur für mich. Warte mal kurz, ich probiere was. Ey, das ist unfair, Billy. Das ist unfair, hey. Ja, hey. Ich hab's geschafft. Alter, Leute, der hat mich einfach festgehalten und mich gegen die Tür gehalten. Aber weißt du, du checkst das Prinzip. Meine Tür ist richtig sicher. Du hast bestimmt nicht so eine sichere Tür. Okay, Leute, wir brauchen hier vorne noch eine Tür. Doch, das heißt, hab ich. Guck mal, Leute, warte mal. Hier vorne kommt eine Eisentür hin und hier kommt eine normale Tür hin, würde ich sagen. Oder auch eine Eisentür mit einer Druckplatte. So, ey, Billy, auf, mein Haus kaputt zu machen. Vorne, mach so, ich doch gerade nicht. Zack, Leute, hier kommt eine Eisentür hin mit einer Druckplatte. Denn, Leute, wir brauchen eine doppelte Tür. Das heißt, wenn wir diese Tür aufmachen, dann kann das Wasser hier reinkommen. Aber wir haben hier eine zweite Tür. Das heißt, das Wasser kommt hier nicht durch. Und wenn wir diese Tür zumachen, ja, Leute, ihr checkt schon das Prinzip, oder? Man braucht immer zwei Türen, wenn man so eine Glaskuppel hat, damit die wirklich richtig sicher ist vor Überflutungen vom Wasser. Und jetzt, Leute, lass mal schauen, wie unser Haus von innen aussieht. Wow! Ey, wir müssen mal eine Roomtour machen. Ey, Leute, warte mal, ich hole mal kurz meine Familie, damit wir eine Roomtour machen. Ich hole mal kurz die, mal schauen, was die zum Haus sagt. Aber warte mal, bevor ich jetzt noch meine Familie hier zum Haus hole, muss ich noch kurz ein paar Sachen ändern. Erstens, warum sind hier Schneeblöcke? Die schmelzen. Wenn die Sonne hier stark gegen das Glas kommt, dann das Glas die Sonne reflektiert und dann gegen das dann schmelzt bestimmt das Eis hier und das Schnee. Deswegen muss ich unbedingt die Schneeblöcke ersetzen mit der magischen Axt, Leute. Das heißt, wir nehmen uns die, markieren uns hier unten eine Stelle, dann gehen wir hier rüber, gehen hier vorne hin und markieren uns hier die zweite Stelle, schließlich Position 2 geben wir ein. Und jetzt müssen wir die Eisblöcke, was haben wir denn hier für Eisblöcke? Ja, die schmelzen 100%, Leute, das dürfen wir nicht zulassen. Wir geben jetzt ein hier vorne. Wir wollen hier keine Eisüberflutung. Wenn es schmilzt, dann wird es ja auch zu Wasser. Replace, also wir ersetzen das Ganze. Eis mit welchem Block könnten wir das ersetzen, Leute? Mit einem, der cool aussieht. Oh ja, ich habe eine gute Idee. Light Blue Concrete, Leute. Und bam! Let's go! Schaut euch das mal an. Jetzt haben wir hier einfach einen... Junge, unser Brunnen ist einfach zu... unser Brunnen ist einfach zu Concrete geworden. Okay, warte mal, das müssen wir kurz wegmachen. Hey, warte mal, das Wasser darf hier nicht überfluten alles. Hey, das Wasser überflutet hier alles, Leute. Gar nicht gut. Okay, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. So, zack, wir platzieren einen Schwamm, der lässt alles verschwinden. Wir machen hier vorne das ganze Concrete weg, also das ganze Beton, den blauen Beton. Den brauchen wir hier oben auch nicht. Und jetzt, Leute, platzieren wir da oben Wasser. So, zack, 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 zack. Ich glaube, das müsste funktionieren. Oh ja, jetzt haben wir hier vorne so einen kleinen Bund. Das sieht ziemlich cool aus, würde ich sogar sagen. Hä, das ist übelst cool, Leute, oder nicht? Also, ich feiere unser Haus richtig. Warte mal, ich muss das mal gleich dir zeigen, bevor wir es uns anschauen. Eine Sache, warte mal. Das müssen wir verändern, Leute. Das müssen wir sowas verändern. Junge, was machen hier rote Bette? Was soll das denn werden? Hier sind einfach rote Bette, Junge. Hier muss doch alles blau sein. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir müssen noch die Schneeblöcke ersetzen. Das heißt, wir geben jetzt ein / Replace Snowblock mit, ich habe eine gute Idee, was auch aussieht wie Schneebissen von der Farbe her, nämlich Smooth Quartz Blöcke, Leute. Und bam. Oh ja, das sieht richtig cool aus. Ist viel besser als normaler Schnee. Ich sag's euch, Leute, das ist das coolste Haus aller Zeiten, was ihr je gesehen habt. Ey, ich feiere das sowas von. Ich habe aber noch eine bessere Idee, wie wir die schwarze Wolle ersetzen. Die ersetzen wir nämlich durch Light Blue, also durch hellblaue Wolle. Weil hellblau ist meine Lieblingsfarbe, aber das wisst ihr doch bestimmt, oder? Also schwarze Wolle mit hellblauer Wolle ersetzen. Und boom! Jetzt sieht unser Haus perfekt aus. Ich würde sagen, ich hole meine Familie und stelle ihnen das Ganze vor. Und danach schauen wir uns noch
Billys Haus an. Weil ich habe keine Ahnung, was der gebaut hat. Aber das sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein sicherer Bunker für seine Familie. So, lass uns schnell unsere Familie holen. Dir, ich bin schon fast fertig. Wie, du bist schon fast fertig? Oh ja, komm her, ich zeig dir das Haus. Komm schon mal rein, bevor der Tsunami gleich kommt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nur noch 10 Minuten, Leute. Nee, warte mal. Nur noch 7 Minuten steht da, was? Also dir, komm mit, ich muss dir zeigen das ganze Haus und dann sagst du mir, ob das Ganze sicher ist, okay, für unseren Sohn. Okri, das wollen wir doch hoffen. Wenn nicht, dann werde ich dich verlassen zusammen mit Okri. Baby. Okay, ganz ruhig dir, vertrau mir. Erstmal hier vorne kommt nur unsere Familie rein. Siehst du das? Einfach eine Scanner-Tür da. Ja, habe ich richtig gut gebaut. Okay, Freu, ich bin jetzt richtig gespannt auf ihre Reaktion. Das wird richtig spannend. Okay, also, dir, schau dir das Haus hier vorne an. Das ist einfach hellblau. Siehst du das so? Hier vorne ist alles hellblau. Hier ist dein Eingang. Hier ist sogar sicher alles aus Bedrock. Ja, wie findest du das, hm? Wow, okay. Ja, du hast echt gute Arbeit geleistet. Wie hast du das alles in der Zeit so schnell gebaut? Ach, du weißt doch, ich bin Profibauer, oder? Ich hatte ein bisschen die Hilfe von euch, Leute. Haha, ihr kleinen Hacker. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Oh nein. So, zack. Einen Moment, so. Okay, jetzt zeig mir mal das Haus von innen. Freunde, ich habe das Haus selber noch nicht von innen gesehen. Und ihr auch nicht. Warte mal, wir müssen es gemeinsam anschauen. Die Tür steht hier schief. So, zack, bum, bum, bum. Und rein da. So, dir. Also als erstes, ich muss jetzt eine Roomtour machen. Dir, komm mal her, wo rennst du? Ich schaue mir schon die ganzen Zimmer an. Was denkst du denn? Okay, warte mal. Das ist unser Zimmer. Wir schlafen hier, warte mal. Wir schlafen auf keinen Fall nebeneinander. Das ist ein bisschen sass. Hm, okay, doch, wir schlafen nebeneinander. Ich bin deine Frau. Okay, na gut, Leute. Oh Mann, aber... Ey, dir, ich schlaf dort mit Okri, Baby. Du schläfst im Keller, okay? Hm? In was für einem Keller? Bist du verrückt, Okri? Nein, ich war nur Spaß, in keinem Keller. Hier vorne in dem Keller. Yo, ich hab das gar nicht... Leute, seit wann haben wir einen Keller? Ich hab's gar nicht gesehen. Komm mal mit hier vorne. Alter, wie cool ist das denn? Leute, wir haben halt wirklich einen Keller. Okay, warte mal. Wir kommen hier rein und dann kann man hier runter in einen Keller. Wow. Okri, warum weißt du selber nicht, was hier in deinem Haus ist? Was redest du? Natürlich weißt du das. Komm runter, dir, ich zeig dir alles. Also hier vorne ist unser Keller, den ich das erste Mal gerade... Was ich natürlich wusste. Komm mit, hier vorne haben wir so eine schöne Pflanze, die kostet 3000 Euro. Diese Algen kosten 3000 Euro. Hier vorne ist so ein Becken, da kannst du deine Hände waschen. Schau mal, warte mal, ich helfe dir sogar, ich tue da ein bisschen Wasser rein. So, zack, zack, zack. Oh ja, sehr gut. Du hast auf jeden Fall auf die Hygiene geachtet, weil wir müssen uns immer waschen können. Ja, du weißt doch, ich bin der beste Mann aller Zeiten. Okay, das haben wir hier. Oh, hier, wir haben sogar einen Kühlschrank. Siehst du das? Hier, warte, hier, so, zack. Einen Moment. Ey, die Tür steht weit. Warte mal, ich platziere einen besseren Kühlschrank. Ich glaube, Leute, das soll ein Kühlschrank sein. Aber komm mal, ich habe einen besseren Kühlschrank. Schau, boom, Leute. Der perfekte Kühlschrank. Oh, yeah. Okay, da ist ja gar kein Essen drin. Warte mal, ich tue da schnell Essen rein. Einen Moment. Doch, du hast dich verguckt, da ist Essen drin. 100%. Schau, warte. Leute, wir holen ihr Lieblingsessen, tun wir da rein. Boah, sie mag richtig Apfelkuchen. Das tun wir jetzt da oben rein. So, zack. Dir liebt Apfelkuchen. Okay, sicher? Warte mal, ganz viel Apfelkuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Wow, danke, du bist der Beste. Lecker. Ja, ey, ich hab's geschafft, Freunde. Sie freut sich richtig. Okay, dann würde ich sagen, dir, komm mal mit. Hier vorne haben wir sogar so ein Bücherregal und alles, ne? Da kannst du immer Bücher lesen. Ich weiß ja, du bist ein richtiger Bücherwurm. Oh ja, ich liebe Bücher. Okay, dann komm mal mit dir. Also hier vorne haben wir noch eine schöne Pflanze. Und schau mal, hier haben wir eine Couch. Warte mal, warum hat unsere Familie blau hier eine rote Couch? Oh nein, stimmt, wir sind Hashtag Team Blau, Leute. Wir sind noch nicht Samakis Familie. Warte mal, das müssen wir ganz schnell verändern. Tut mir leid, ihr habt ein bisschen hier... Samaki war hier, der hat das verändert. Der war das. Oh Mann, Samaki, wenn ich den in die Finger kriege, der hat hier bestimmt alles rot angemalt. Und hier vorne auch auf dem Tisch. Das musst du sofort blau machen. So, schon erledigt, dir, kein Problem. Hier ist sogar übrigens unser Esstisch. Hier kannst du dich so richtig schön hinsetzen. Und dann können wir zusammen mit der Familie im Keller essen. Weißt du, warum im Keller? Weil es hier super sicher ist. Wow, der Keller ist einfach voll schön. Man merkt gar nicht, dass es ein Keller ist. Oh ja, das finde ich auch. Hier vorne ist auch noch ein bisschen... Oh, guck mal, hier sind Musikboxen sogar. Und ein riesiger Fernseher. Da können wir einfach Fernseher schauen und einen Kinoabend machen mit der Familie. Wow, das finde ich so cool. Okay, lass uns da oben gehen. Okay, ab geht's nach oben, Leute. Wenn der Keller schon so cool war, was gibt es jetzt noch für Zimmer vorne? Ich bin echt gespannt. Unser Haus ist echt nicht ohne. Okay, hier vorne ist der Eingang. Und was ist hier rechts? Wow, wir haben so einen Garten mit einem Pool. Schau dir das mal an, dir. Wow, das ist so cool eingerichtet. Hey, Okri, wie hast du das alles so schnell gebaut? Haha, ich bin halt der Beste, Leute. Ich hab's euch doch gesagt. Das ist das schönste Haus aller Zeiten. Was kann man sich noch wünschen? Und es ist auch super sicher, wegen dieser riesigen Kuppel vom Tsunami. Und Leute, oh nein, was sehe ich denn jetzt, Leute? Der Tsunami ist voll in der Nähe. Warte mal, können wir ihn schon mit dem Fernrohr sehen?
Lass uns mal schnell ein Fernrohr schnappen. So, zack. Seht ihr den Tsunami irgendwo? Noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwo hier in der Nähe ist, weil es fängt schon langsam an zu rütteln, Leute. Hört ihr das? Was geht hier ab? Jo! Erdbeben, Leute, Erdbeben, der Tsunami ist richtig stark. Oh nein, ich hoffe, wir sind hier sicher. Okay, die zeigt noch schnell den Rest vom Haus und danach wird bestimmt der Tsunami kommen. Und dann müssen wir uns alle hier drin verstecken im Keller, okay? Okay, zeig schnell den Rest. Okay, Leute, schaut unbedingt bis zum Schluss, damit ihr erfahrt, ob wir den Tsunami überleben werden. Okay, und schau mal, hier vorne ist unser Abstellraum, ne? Und wenn es mal hart auf hart kommt, hier, was machst du? Ich mach hier die Garage auf, das ist kein Abstellraum, das ist eine Garage. Warte mal, wie, das ist die Garage? Hä? Ups, ja, das war unsere Garage. Sorry, hier kommt das Auto rein. Wie komme ich denn darauf, dass der Abstellraum ist? Natürlich ist es die Garage, aber das wusste ich auch dir. Oh Mann, hätte ich mir das Haus mal früher anschauen sollen. Ich sag dir hier alles falsch gefühlt. Oh, wir müssen noch in die zweite Etage. Du musst dich auch noch zeigen. Alter, wie cool. Leute, komm schnell. Dir, komm schnell in die zweite Etage. Was hast du da? Warte mal. Hast du deinen Garagentor platziert? Jo, das funktioniert hier sogar wirklich. Ja, natürlich. Dein Garagentor war nicht so cool wie meins. Oder? Alter, wie viel hat das denn gekostet? Das ist ja super cool, Leute. Das kann man einfach auf und zu machen. Wow, okay. Dir komm mit in die zweite Etage. Ich zeig dir jetzt, was ich oben gebaut habe. Oh yeah. Da habe ich auch was richtig cooles gebaut. Was habe ich oben gebaut, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ja, ganz genau. Hier vorne ist ein Brunnen. Den haben wir ja schon gesehen. Was haben wir hier? Oh, wir haben den zweiten Fernseher. Warte mal. Oh nein. Ich habe den Fernseher ersetzt mit Wolle. Oh, gar nicht gut. Okay, warum war der Fernseher gerade blau? Das macht gar keinen Sinn. Ja, aber schau mal, jetzt habe ich hier einen richtigen Fernseher platziert. Der geht wirklich. Und warte mal, da lassen wir uns mal die Nachrichten schauen. Was sagen die Nachrichten, Freunde? Da steht ein Timer, Leute. Seht ihr das? Wow, Leute, seht ihr diesen Timer? Was steht denn dort? Oh nein, der Timer läuft. 3 Minuten kommt der Tsunami. Seht ihr das? Der Timer. Okay, wir haben richtig wenig Zeit. Wir haben richtig wenig Zeit, Leute. Ey, hoffentlich werden wir es wirklich überleben. Ich bin echt gespannt, Freunde. Hier vorne haben wir sogar so eine Sonnenstelle. Schau dir jetzt mal an. Hier können wir uns sonnen auf der Bank. Wow, das hat alles gedacht, Ukri. Wie cool. Und ich habe kein Kinderzimmer für Ukri. Aber hier ist unser Badezimmer. Ha, was? Wir haben sogar eine Badewanne. Und wow, was ist das denn hier vorne? Ein Spülbecken, eine Badewanne, eine Toilette? Wo ist die Toilette, Ukri? Stimmt. Wo ist die Toilette, Leute? Hä? Ich hab gar keine Toilette. Warte mal, ich platziere eine. Alles gut. Und bumm. Hier passt sie perfekt rein, oder nicht? Und Pups. Warte mal, dir hast du gerade Pups gemacht. Das ist ja eklig. Ich dachte, du bist eine Frau. Ich dachte, Mädchen pupsen gar nicht, Leute, oder? Oder pups Mädchen auch? Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Aber stimmt, du hast gar kein Zimmer für Ukri-Baby. Ich habe gar kein Zimmer für den kleinen Ukri-Diamanten. Was machen wir, Leute? Ich habe eine Idee. Ich mache ihm dafür hier so ein kleines Geschenk, okay, Freunde? Wir machen ihn, weil ich weiß, dass ich Trampoline immer richtig gemocht habe, als ich klein war. Junge, ich liebe noch immer Trampoline. Was rede ich überhaupt? Trampoline sind einfach die besten. Wir machen hier im Garten ein riesiges Trampolin. Alter, hätte ich mir das so gerne gewünscht, als ich klein war. Ein Trampolin im Garten. Das wäre so cool. Aber ich hatte leider nie einen Garten, Leute, und nie ein Trampolin. Mann. Wow, das ist echt ein tolles Geschenk, Ukri. Danke, dass du an Ukri Baby auch denkst. Okay, ich glaube, der Timer läuft jeden Moment ab. Das heißt, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell Ukri Baby holen und schauen, ob Billy auch sicher genug ist. Und nein, Leute, wo ist der Ausgang? Hier vorne, schnell, komm. Bleib du im Haus, dir. Ich hol Ukri Baby schnell. Ukri, hol ihn schnell. Wir müssen es überleben. Ukri Baby, wie gefällt dir das? Ist das cool? Oh ja, Papa, danke für das Trampolin. Ich liebe das. Leute, er freut sich richtig, Leute. Aber warte mal, ich höre einen Tsunami. Er kommt jeden Moment. Schnell raus hier. Dir bleibt ihr hier drin. Okay, ich schaue, ob es Billys Familie gut geht. Und wenn nicht, dann muss ich sie auch retten, Leute. Und hier schnell ins Haus holen, schnell in die Kuppel, Leute, damit die es schaffen werden. Freunde, schnell zu Billys Familie, mal schauen, ob die sicher genug sind in ihrer Kuppel. Billy. Meine Kuppel ist voll sicher. Billy, bist du dir sicher, dass deine Kuppel sicher ist? Was ist das Passwort? 1, 2, 3 wahrscheinlich oder sowas, ne? Nein. Oh, warte mal. Wie hast du das geschafft? Ist dein Passwort einfach nur 1 und mehr nicht? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst, Billy. Hier kommt doch jedes Zombie rein. So ein Zombie kommt auf den Code. 1 einfach, Leute. Niemals. Was denkst du denn dabei? Billy, du Verrückter. Okay, also, Billy, ich muss dich überzeugen. Ich weiß nicht, willst du wirklich hier mit deiner Familie rein? Bist du dir sicher, dass ja, du das... Ja, schau mal, wie cool das hier ist. Okay, ich schau mir das mal ganz an. Okay, also man kommt hier rein und das Einzige, was man sieht, sind Pupsi-Betten. Was sieht man hier noch? Ein Herd, das Schneidebrett ist auf dem Boden, hat überhaupt keinen Tisch. Sehr gut. Der Topf, wo die Bratpfanne liegt, auch auf dem Boden. Da haben wir hier irgendwas... Wir haben nichts in den Schränken, also kein Proviant, kein Essen, gar nichts. Aber Toiletten. Hier. Und was bringen die Toiletten? Was bringen die 1000 Toiletten, Junge? Müsst ihr den ganzen Tag Pupsi machen oder was? Warte mal, Billy, hast du hier daneben gepupst oder was? Ja, überall. Ist eine Mauer. Ah, er hat eine Pupsi.
Bumsi Bauer stellen. Bist du verrückt? Ey, Billy, hör mir zu. Okay? Ich sag's dir nur einmal. Bist du dir sicher? Noch einmal sag ich's dir. Bist du dir sicher? Ich frag die Frage noch einmal, Billy. Hört mir zu. Bist du dir sicher, dass du deine Familie hier drin... Okay, Billy, du hast dich entschieden. Tschüss, du hast dich entschieden. Es tut mir leid, Familie, ihr seid erledigt. Es tut mir leid, okay? Hey, was meinst du, Ukri? Naja, egal, ciao. Oh, Leute, schaut euch deine Kuppel an und meine Kuppel an. Freunde, es tut mir wirklich leid für Familie. Billy. Alle schon mal Hashtag RIP Billy in die Kommentare. Das war's jetzt mit ihm. Ich glaube, das werden die nicht überleben. Ich glaube, die werden das nicht überleben, Leute. Der Tsunami kommt. Billy, es tut mir leid. Leute, alle Billy abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt, oben in der Videobeschreibung. Macht das unbedingt nach dem Video. Aber erstmal schauen wir, ob wir den Tsunami überleben. Das wird jetzt so spannend, Leute. Das wird so spannend. Wow, der Tsunami kommt. Hört ihr das? Seid ihr alle sicher da unten? Oh ja, okay, ich bin hier sicher. Halt Deckung. Ich halt Deckung. Wir werden es schaffen, Leute. Hashtag RIP Billy. Und warte mal, wir sind im Survival-Modus. Oh nein, das heißt, wenn der Tsunami hier jetzt einbricht, dann werde ich wahrscheinlich draufgehen. Weil ich kann nicht unter Wasser atmen als Mensch, Leute. Ich muss ja dafür ein Fisch sein. Ich habe keine Kiemen. Oh nein. Der Riesen-Tsunami kommt auf uns zu. Seht ihr das? Oh, Alarm. Yo, Alter, hallo, ich muss es überleben. Oh, Tsunami, du bist ein bisschen groß. Also, über mein ganzes Haus geht der Tsunami. Jetzt entspann dich mal, mein Lieber. Yo, warte mal. Ich glaube, mein Haus ist sicher. Wo kommt denn das Wasser jetzt? Ist da ein Loch drin oder was? Hey, mein lieber Scholle, du. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Der Tsunami hat es irgendwie reingeschafft. Mein lieber Scholle, du, Leute. Oh nein. Meine Familie. Der ganze Tsunami. Nichts hat überlebt. Aber warte mal, wir können hier oben leben. Hey. Hier oben sind wir sicher. Hey, wie ist denn da reingekommen? Was ist denn da passiert? Ist da ein Loch oder was? Wie ist denn der Tsunami da reingekommen? Ich check's auch nicht. Ich check's noch nicht. Aber hier oben sind wir sicher. Hey, Okri-Familie, komm doch schnell nach oben. Da haben wir's. Der Billy hat ein Loch gemacht. Leute. Jetzt haben wir es. Da war ein Loch drin. Irgendjemand hat mir hier einen Streich gespielt. Billy war das bestimmt. Ach du grüne Neune. Und der Billy hat es einfach überlebt, seine Familie. Seine Familie hat es einfach überlebt, Leute. Seht ihr es in der Kamera? Ha, der hat es überlebt. Sein ganzes Haus. Hier ist überhaupt kein Wasser in seinem Haus. Ja, irgendjemand hat da ein Loch reingemacht. Ich wusste es doch, Leute. Ey, wir hätten es geschafft, aber irgendjemand hat ein Loch reingemacht. Fast ein Fiesling. So, Familie, keine Sorge. Ich werde euch retten. Ich mache das ganze Wasser hier weg. Jemand hat ein Loch reingemacht. Deswegen, daran liegt es. Okay, ist das dein Ernst? Du hast uns alle im Stich gelassen. Hey, das war nicht meine Schuld. Jemand hat hier Dings reingemacht. Richtig Fiesling hat hier ein Loch reingemacht in unsere Glaskuppel. Ich glaube, das war Billy sogar. Ey, Freunde, lasst ein Like da und ein Abo, damit wir das ganze Wasser hier wegkriegen auf jeden Fall. Zumindest haben wir es überlebt, das ist die Hauptsache. Unser Haus ist zwar ein bisschen beschädigt, aber das werde ich alles noch fertig kriegen, Leute. Keine Sorge, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Billys Bass hat es einfach überlebt, Leute. Da bin ich auf jeden Fall froh, dass seine Familie hat es überlebt. Meine Familie ist auch überlebt, auch wenn mein Haus ein bisschen kaputt ist. Jemand hat hier wirklich böse Sachen gemacht. Aber hier oben seid ihr auf jeden Fall 100% sicher. Keine Sorge. Oh Mann, Leute, drück schnell auf die nächste Folge. Okri, du kriegst das auch zurück. Ja, ey, seid dankbar, dass ihr überhaupt überlebt habt, Alter. Das Wasser breitet sich die ganze Zeit aus. Okay, Freunde, Like, abonnieren, nicht vergessen, auf die nächste Folge drücken. Und ciao, ihr seid die Besten. Meine Glaskuppel hat es zwar nicht geschafft, wegen Billy, das ist einfach kaputt gemacht. Ihr fordert drauf, drückt auf die nächste Folge schnell.